So, hallo, willkommen in meinem zweiten Video hier auf YouTube. Ich bin heute unterwegs in München. Ich möchte fotografieren. Ich bin Samstag und Sonntag hier. Wir haben jetzt Mitte März. Wenn ihr das seht auf YouTube, ist das etwas später. Und heute soll es recht sonnig werden, morgen eher bewölkt. Das heißt, ja, ich möchte heute viele Aussichten mitnehmen. Hoch auf verschiedene Türme, später auf den Olympiapark und mal gucken, was ich dann fotografieren kann, so Richtung Sonnenuntergang und goldene Stunde. Kommt einfach mit, seid dabei. So, als erstes bin ich heute hoch auf den Alten Peter. Das ist ein Aussichtspunkt hier in München. Das ist eine Kirche, man hat hier direkten Blick auf den Marienplatz, auf die Frauenkirche. Und das ist einfach der Hammer. Ich bin hier jetzt einmal drumherum gegangen mit der Action-Cam und das lasse ich euch jetzt gleich auch einfach genießen. Das ist ein wunderbarer Ausblick. Hier werde ich jetzt dann auch gleich ein paar Fotos machen und mal gucken, wie ich meine Kamera hier durch die Schlitze halte, dass ich hier schöne Panoramen und Fotos bekomme, ohne die blöden Gitter. Das war jetzt der erste Fotospot, hoch auf dem Alten Peter mit einer wunderbaren Aussicht. Da habe ich auch erstes Mal den Filter, den Soft GND, so einen Verlaufsfilter probiert. Da sieht man den Unterschied zwischen einem blauen Himmel und einem sehr schönen, sattblauen Himmel. Also ich blende euch die zwei unterschiedlichen Bilder mit und ohne Filter mal ein. Und ich hoffe, dass man auch auf YouTube dann den Unterschied sieht. Das kann ich jetzt hier natürlich noch nicht sehen, aber ich fand das sehr gut, gerade wo man in Richtung Berge schaut, von da oben, ist es halt schwierig so zu belichten, dass sowohl die Stadt als auch die Berge so gut belichtet und sichtbar sind, dass man beides gut sieht. Und das geht mit einem Filter, wo man die obere Hälfte der Linse eben verdunkelt und damit höher belichten kann. Der untere Teil ist dann gut belichtet und der obere auch. Jetzt will ich weiter zum nächsten Aussichtspunkt. Die Frauenkirche ist ja hier direkt um die Ecke. Will ich mal schauen, was es da gibt. Jetzt haben wir mittlerweile schon um die Mittagszeit. Ich hatte jetzt schon zwei schöne Fotospots. Ich war auf dem Alten Peter Aussichtsturm. Das ist eine Kirche beim Marienplatz, wo man eine super gute Aussicht hat. Und danach war ich in der Frauenkirche. Wenn ihr euch eins davon anschauen wollt und in München seid, empfehle ich euch den Alten Peter, wenn ihr eine schöne Aussicht haben wollt, und die Frauenkirche, wenn ihr was über eine schöne alte Kirche erfahren wollt. Der Alte Peter, da ist schon, wenn ihr hochgeht, das Treppenhaus, das ist schön alt, urig, und ihr habt auch eine super Aussicht, könnt auch durch die Gitter fotografieren, sodass ja eben kein Gitter oder Glas eben im Weg ist. Die Frauenkirche ist eine schöne alte Kirche, der Turm, da kann man auch hoch und da gibt es sehr viele Informationen, was man wo sieht, aber es ist alles extrem modern und halt auf Tourismus gemacht, so dass das halt einfach mit Fahrstuhl und modern und man hat überhaupt nicht mehr den Eindruck, in der alten Kirche zu sein. Ausblick ist trotzdem schön, aber eben doppelte Glasscheiben, wo die zweite eben auch echt dreckig ist. Das heißt, da musste ich auch echt mit einem Filter rangehen. So ein CPL-Filter, der halt so ein bisschen die Spiegelung aus dem Glas rausnimmt und dann auch wieder, was jetzt nichts mit dem Glas zu tun hatte, auch wieder den Soft GND, der die Hälfte eben abgedunkelt hat. Und da habe ich eben Bilder versucht, wie die jetzt aussehen. Am Computer bin ich dann selber gespannt,
wenn ich zu Hause bin. Ich bin jetzt hier am Platzl am Hofbräuhaus, mache jetzt hier noch ein paar Bilder, aber wir haben jetzt hier um die Mittagszeit. Ich werde mir jetzt was zu essen suchen und ein bisschen Pause machen und wahrscheinlich hier so eine Touri-Hop-On-Hop-Off-Tour machen. Gute Fotos dann eher wieder am Nachmittag, wenn es Nachmittag Richtung Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und dann eben die goldene und blaue Stunde. Da gucke ich da mal, ob ich da nochmal schöne Sachen finde. Da gibt es dann auch wieder richtig gute Fotos, weil in der Mittagszeit Sonne, hartes Licht, nicht unbedingt so schön. Also, weiter geht's. Schaut euch die Bilder an und es kommt nachher bestimmt noch was Gutes mit gutem Licht. Ja, jetzt kommt wieder die schöne Zeit zum Fotografieren. Heute Nachmittag war ich im Olympiapark, bin auf dem Olympiaturm gewesen. Fand ich jetzt nicht so spannend, ist einfach viel zu hoch und dadurch alles viel zu klein. Jetzt läuten die Glocken. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch hört. So, jetzt haben wir Abend und ich habe wirklich eine ganze Menge geschafft zu fotografieren. Heute Morgen war ich oben auf dem Alten Peter und in der Frauenkirche und ich hatte ja schon gesagt, ich wollte jetzt eigentlich noch mal hoch auf den Alten Peter. So, glaube ich, goldene Stunde und Sonnenuntergang zu fotografieren. Problem jetzt, die haben noch offen, aber die Schlange ist so unfassbar lang und da oben sind jetzt so viele Leute, da könnte ich jetzt nicht in Ruhe fotografieren. Deswegen schaut euch einfach noch die Bilder von heute Nachmittag an. Ich war noch bei der Eisbachwelle mitten in München. Surfen da Leute auf einem kleinen Bach, der aber ziemlich steil geht. Schaut es euch einfach an. Und sonst noch ein paar Bilder. Wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Und wenn ihr Bock habt, schaut euch danach gerne mein anderes Video an. Mit dem Fotowalk hoch auf den Altkönig im Taunus, wo ich wohne.